Ich will Ihnen jetzt einmal zeigen, wie Sie die FFP2-Maske richtig aufsetzen. Bevor Sie eine Maske anfassen, desinfizieren Sie sich die Hände. Dann nehmen Sie die Brille ab. Sie halten die FFP2-Maske mit dem Nasenteil nach oben, haben beide Gummibänder nach unten hängen. Das untere Band nehmen Sie zuerst, das findet sich später in Ihrem Nacken. Das obere Band wäre später am Hinterkopf zu finden. Sie fassen jetzt die Maske flächig mit einer Hand und das untere Band mit der anderen Hand. Setzen die Maske auf Mund und Nase. Und ziehen das Gummiband in den Nacken. Fassen das zweite Band und ziehen es auf den Hinterkopf. Jetzt drücken Sie den Nasenteil passend an die Nase an und kontrollieren, ob die Maske dicht abschließt. Sie dürfen unter der Maske keinen Bart tragen. Diesen müssen Sie vorher entfernen. Nach Aufsetzen der Maske setzen Sie Ihre Brille, falls Sie denn eine besitzen, wieder auf und kontrollieren, ob die Nasenpartie gut abschließt, indem Sie fest ausatmen. Wenn Ihre Brille nur minimal oder gar nicht beschlägt, sitzt die Maske passgenau.